Ja, ich strahle einfach nur und was auch immer da passiert, gutes Gefühl. Fertig, mehr nicht. Ja, also es war ziemlich abgefahren. Wir sind ja hier immer in den Übungsgruppen und da passieren schon krasse Sachen. Also das geht schon richtig in die Tiefe meiner Meinung nach und da geht es schon richtig ab. Die ein oder andere Achterbahn bin ich schon gefahren. Den ein oder anderen Traum habe ich auch schon gehabt, obwohl ich normalerweise nicht träume. Ja, echt super. Also, war wie immer ein super geiles Erlebnis und mit sehr viel Spaß und auch natürlich Entspannung und Trance. Chris hat sein Bestes gegeben. Und nicht nur sein Bestes gegeben, es war einfach spitzenmäßig. Es ist spitzenmäßig. Genossen habe ich es. 3 Tage Genuss pur war das. War super. Echt richtig aufgeladen, Hypnose erfahren. Aber es hat so einen Spaß gemacht. Bin richtig, also Batterien voll. Also ich nehme ganz, ganz viel mit für meine Praxis. Also ich arbeite als Heilpraktiker und Coach hier in Berlin. Und habe vom Chris so viel gelernt, so viele geile Tools, auch die Art, wie er lehrt. Da kommt so viel im Unterbewusstsein an, also auch über die Trancen und die Gruppenarbeit. Es macht mir tierisch viel Spaß. Ein paar ganz effektive Sachen, also für mich jetzt persönlich so Schmerztherapie und auch einfach Veränderungsmodelle, weiß ich, Gewichtsreduktion war da, Raucherentwöhnung. Ja, und einfach Menschen in die Kraft bringen, das ist so geil. Ich bin so begeistert. Ja, ich fühle mich gestoned, geflasht. Gefühle sprudeln über. Es war sehr, sehr intensiv. Sehr gut gefallen hat mir, dass wir ganz früh ganz viel Gelegenheit bekommen haben, die Dinge auszuprobieren. Chris schafft es ganz wundervoll, hier einen Rahmen zu setzen, in dem wir uns auch trauen, einfach Dinge zu probieren. Und das macht das Lernen leicht und mit viel Spaß und Freude. Es ist dicht voll gedrängt und ja. Haufen coole Sachen, die man gerne noch ein Weilchen vertiefen würde. Ohne Worte eigentlich, aber ich versuche mal Worte zu finden. Also es ist unbeschreiblich wundervoll. Es passieren Dinge, von denen ich nie gedacht habe, dass sie passieren können, was eigentlich alles sagt. Was nehme ich mit? Nehme mit, dass die Stimmung hier so genial ist, dass man so viele neue Sachen lernen kann, obwohl ich jetzt schon zweimal beim Chris war und dass ich immer noch von jedem, egal ob er länger da war oder nicht, immer wieder was lernen kann. Ich krieg das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht raus. Gut, ja. Tolle Partner, liebe Menschen, wunderbare Erlebnisse. Also, ja, schön, es lohnt sich. Am meisten hat mir die lockere Art vom Chris gefallen und dass so verschiedene Menschen, die sich nicht kennen, aufeinandertreffen und es passt. Am meisten gefällt mir eigentlich die Art und Weise, wie Chris das mit der Portion an Humor rüberbringt. Also es gibt viel zu lachen in dem Workshop und dass man quasi so nebenbei lernt. Was mir am meisten, dass es so leicht ist, dass es keine Formate sind, sondern dass es einfach mit Leichtigkeit und sehr guter NLP-Installation einem vermittelt wird. Besonders gut gefällt mir immer, dass man direkt gleich in die Praxis ergehen kann und auch Hilfestellungen bekommt von den Trainern. Dass man wird nie allein gelassen, jeder weiß immer ein Stückchen weiter und es ist ja was Neues und man muss ja aber auch für das Neue dementsprechend die Zeit nehmen und auch für das offen sein. Mir gefällt Chris Art, wie er spricht, das hat mich auch hergeführt, wie er die Sprache moduliert. Die Art, wie er lehrt, ist einfach sowas von unkonventionell cool. Also mir gefällt das alles gut. Die Vormittage, wo es halt so Input gibt, wenn man auch nicht wirklich entdeckt, wie der hineingelangt. Er hat ja eine sehr eigene Methode, Dinge zu vermitteln. Genauso eben diese Übungsnachmittage sind toll. Die Trancen am Abend sind ein Vergnügen, wird mir gesagt, weil man weiß ja hinterher immer nichts davon. Aber es fühlt sich gut an und das ist die Hauptsache. Die Art und Weise, wie er das vermittelt über dieses Morgens, macht er 2 Blöcke und nachmittags hast du dann mit immer den verschiedenen Leuten zu arbeiten. Alles. Kann ich nicht. Ich weiß, ich bin eine Frau, ich kann keine Prioritäten setzen. Es geht einfach nicht. Das heißt, es hat mir alles einfach
4 Stunden morgens, Chris, Vollberieselung, geil. Ja, das ist dieser Zwiespalt zwischen permanenter Überforderung, in dem Dinge gefordert werden, die ich eigentlich noch nicht kann, und den Freiheitsgraden, damit zu experimentieren und zu spielen. Die Freiheit, dass ich ausprobieren und experimentieren kann, was ich will, und gleichzeitig auch die Herausforderung, mich dem hinzugeben, was eben nicht gesagt ist. Das kann man nicht eingrenzen. Das ist das Gesamtprogramm vom Festival-Feeling, muss man so sagen. Das Familiäre, das die Leute, die man kennt. Es geht für die neu kommen, ist es ein relativ schnelles, sehr schnelles Reinkommen. Man fühlt sich wohl und aufgenommen. Und das Programm mit Chris ist halt jedes Mal bombastisch. Mach's genau wie ich. Einfach mal ausprobieren, hingehen, sich überraschen lassen. Für jeden ist es anders. Also ich würde einfach sagen, geh hin, ja, und lass dich überraschen. Die, ich weiß nicht, was sind das, 3,5 Euro sind gut angelegt. Im schlimmsten Fall passiert nichts und im besten Fall verändert sich dein Leben. Ja, also das würde ich ihm raten. Hypnose ist eine spannende Sache, aber für mich ist das übergeordnete Thema eigentlich die Persönlichkeitsbildung. Und das kommt damit einher. Ja, wenn man was Neues einfach ausprobieren will, sollte man das auch tun, weil das Wichtigste ist die Neugierde oder vielleicht auch die Wissbegierigkeit, auch was Neues zu lernen. Das wird wahrscheinlich der wichtigste Step dafür sein. Und entsprechend würde ich dann sagen, einfach anmelden und kommen. Für mich ist es ein effektives Werkzeug, einfach um Dinge in uns Menschen zu verändern. Also in mir selber, um auf coole Lösungen zu kommen, weiß ich, fürs eigene Business, für die eigene Persönlichkeit. Hypnose ist einfach, darf man nicht verwechseln mit Show-Hypnose, wobei es auch Spaß macht und funny ist, aber zielführend ist einfach, seinem Unterbewusstsein Dinge zu erlauben und von da heraus einfach sein Leben ganz leicht und spielerisch zu verändern. Dein Leben wird sich einfach so unglaublich verändern. Und du darfst das alles mitmachen und genießen, und dein Leben wird ein anderes sein. Also der sollte auf jeden Fall kommen, weil wenn er nicht kommt, ist er selber schuld. Es ist so eine tolle Geschichte und man kann es privat brauchen, und jeder hat mal eine Situation, wo er Hypnose einsetzen kann. Wenn du eine Neugierde auf Hypnose hast, dann komm her und schau es dir an und probier es aus. Unbedingt ausprobieren. Unbedingt. Wachstum. Überraschend. Tiefgehend. Ja, tiefgehend. Awesome. Viele Überraschungen. Überraschungen. Gute Überraschungen. Ich find's einfach geil. Freudvoller Humor. Grandios. Wow. Wow. Einfach nur wow. Mut. Mut. Geilo. Wenn ich das mal einfach nur gut ist. Das war saugeil. Festival-Feeling.